In diesem Video möchte ich euch das Geheimnis und die Strategie der Turtle Trader vorstellen. Anhand von Beispielen zeige ich dir, mit welchen einfachen Methoden die Turtle Trader Millionen an den Märkten verdient haben. Wenn dich interessiert, was die Turtle Trader waren und mit welcher Strategie diese zu Millionären geworden sind, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Bei den Turtle Tradern handelte es sich um eine Händlergruppe von Tradern, die nach einer festen Strategie an den Märkten tradete. Diese Strategie wurde vom ehemaligen Parketthändler Richard Dennis entwickelt und erfolgreich getradet. Vom Prinzip her war die Strategie sehr simpel aufgebaut. Sie gab vor, wann ein Trader in einen Trade einstieg und wann er den Trade wieder schließen musste und wie viel Geld er pro Trade riskieren durfte. Dennis Richard war der Meinung, dass prinzipiell jeder Mensch das Trading und diese Strategie leicht erlernen konnte. Sein Geschäftspartner William Eckert war nicht der gleichen Meinung. Aus diesem Grund gingen beide eine Wette ein. Richard hatte sich in den Kopf gesetzt, einer Gruppe von Menschen seine Strategie beizubringen und diese damit an den Märkten handeln zu lassen. Da er kurz zuvor eine Schildkrötenfarm in Asien besichtigt hatte, entschloss er sich, sein Team Turtle Trader zu nennen. Aus über 1000 Bewerbern wurden 13 zu Turtle Tradern ausgebildet. Nach einer zweiwöchigen Einweisung in die Strategie wurden die Trader mit kleinen Konten ausgestattet und begannen mit dem Turtle Trading System an den Märkten zu handeln. Gehandelt wurden verschiedene Anlageklassen. Es wurden Rohstoffe gehandelt wie Kakao, Zucker, Baumwolle, Kaffee, Öl und Edelmetalle. Es wurden aber auch Devisen, Anleihen und Aktienmärkte gehandelt. Die Trader handelten nach zwei verschiedenen Systemen, die ich euch beide jetzt vorstellen möchte. Beim ersten System wurde das Überschreiten eines 20-Tage-Hochs als Einstiegssignal verwendet. Dazu wurde der Indikator Downtrend Channel verwendet. Diesen findet ihr zum Beispiel auf tradingview.com. Dort geht ihr im Chart auf Indikatoren und dort gebt ihr Downtrend Channel ein. Oben müsst ihr darauf achten, dass die Zeiteinstellung auf Tag steht. Um in den Einstellungen die Werte zu verändern, muss man auf den Indikator klicken, dort wo ihr DC seht. Anschließend öffnet sich ein Fenster. Bei dem kleinen Rad handelt es sich um die Einstellung. Wenn wir nun darauf klicken, öffnet sich das Einstellungsfenster des Downtrend Channels. Hier ist darauf zu achten, dass der Wert der Länge auf 20 eingestellt wird. Das bedeutet nun, dass der Indikator mir die Hochs und die Tiefs der letzten 20 Tage anzeigt. Um sich den Ausstieg anzeigen zu lassen, geht man wie folgt vor. Man öffnet einen weiteren Downtrend Channel Indikator. Dazu gehen wir wieder auf Indikatoren und geben in die Suchmaske wieder Downtrend Channel ein. Nun gehen wir wieder in die Einstellungen. Diesmal wird die Länge auf den Wert 10 gestellt. Damit zeigt mir der Indikator die Hochs und die Tiefs der letzten 10 Tage an. Jetzt sieht der Chart natürlich sehr überlagert aus. Um es etwas übersichtlicher zu gestalten, müssen wir noch ein paar Veränderungen vornehmen. Als erstes gehen wir auf den Reiter Stil. Da uns nur das untere Band, also das Tief der letzten 10 Tage interessiert, nehmen wir das mittlere Band, welches hier als Basis aufgeführt wird, raus. Das gleiche machen wir auch mit dem oberen Band. Dazu müssen wir nur beide Häkchen rausnehmen. Auch möchte ich, dass das untere Band farblich anders dargestellt wird. Dazu verändere ich die Farbe auf zum Beispiel Rot. Diese Änderungen nehmen wir auch in dem ersten Downtrend Channel vor. Dort gehen wir auch wieder in die Einstellung. Hier nehmen wir jetzt das Basisband und das untere Band raus. Jetzt haben wir einen übersichtlicheren Chart mit zwei relevanten Linien. Und zwar wird jetzt das Hoch der letzten 20 Tage und das Tief der letzten 10 Tage dargestellt. Wird nun das Hoch der letzten 20 Handelstage überschritten, bedeutet das einen Long-Einstieg. Der Ausstieg erfolgt, wenn ein 10-Tages-Tief nach unten gebrochen wird. Dazu ein kleines Beispiel im S&P 500. Wie hier schön zu erkennen, begann der Markt nach einer Konsolidierungsphase wieder anzusteigen. Beim Durchhandeln des 20-Tage-Hochs, welches hier durch die blaue Linie dargestellt wird, würde ein Turtle Trader long gehen. Der Ausstieg erfolgt beim Unterschreiten des 10-Tage-Tiefs, wie hier im Chart dargestellt. Bei Short-Positionen wird das Vorgehen umgedreht. Erreicht der Markt ein 20-Tages-Tief, eröffnet man eine Short-Position, wie im Chart zu sehen. Der Trade wird geschlossen, wenn das 10-Tages-Hoch nach oben durchhandelt wird. Im zweiten System geht man genauso vor wie im ersten. Nur die Werte im Downtrend Channel sind anders. Im zweiten System wird nicht das Hoch der 20 Tage, sondern das Hoch der letzten 55 Tage genommen. Das heißt, bei einem Ausbruch des Hochs der letzten 55 Tage geht man long in den Markt. Der Ausstieg erfolgt am Tief der letzten 20 Tage. Schauen wir uns auch dazu wieder ein kurzes Beispiel an. Die Werte muss sich nun in den beiden Downtrend Channels wie zuvor gezeigt verändern. Das blaue Band, also das Hoch, wird auf die Länge 55 verändert und das untere rote Band, welches das Tief darstellt, ändere ich auf die Länge 20. Durch die Veränderung in der zweiten Strategie kommt der Turtle Trader zwar später in den Trade rein,
Aber dafür hat er die Chance, größere Swing-Bewegungen mitzunehmen, weil das Stop-Loss weiter vom Marktgeschehen wegliegt. Wie hier zu sehen, steigt der Trader Long in den Trade ein, wenn die blaue Linie durchhandelt wird. Der Ausstieg erfolgt beim Durchhandeln der roten Linie. Genau wie in der ersten Strategie ist hier das Vorgehen bei Short-Positionen. Eine Short-Position wird erst eröffnet, wenn der Markt einen 55-Tages-Tief erreicht. Beim Überschreiten des 20-Tages-Hochs wird die Position wieder geschlossen. Wichtig bei diesem Ansatz war auch die Positionsgrößenberechnung, um das Risiko zu begrenzen. Dazu verwendeten die Turtles die Volatilität des Marktes. Diese Berechnung ähnelt dem ATR-Indikator. Es wurden maximal 2% des Handelskapitals pro Trade riskiert. Durch die Positionsgrößenberechnung wurde sichergestellt, dass in volatileren Märkten kleinere Stückzahlen gehandelt wurden. Die Positionsgrößenberechnung ist eines der wichtigsten Stellschrauben beim Trading, wird aber von den meisten Tradern vernachlässigt. Die beschriebenen Ausstiegskriterien greifen erst sehr spät. Um nicht Gefahr zu laufen, dass nach Eröffnung eines Trades der Trade direkt in den Stop-Loss läuft, hatten die Turtles folgende Vorgehensweise. Direkt nach dem Kauf wurde ein enger Stop-Loss-Kurs in den Markt gelegt. Dieser Stop-Kurs orientierte sich an der Schwankungsbreite des Marktes. Dazu wurde die doppelte ATR der letzten 20 Tage verwendet. Das heißt, es wurde geschaut, wie groß die Schwankungsbreite des Marktes der letzten 20 Tage war. Wenn dann zum Beispiel im DAX in den letzten 20 Tagen eine maximale Schwankungsbreite von 200 Punkten zu beobachten waren, dann wurde der doppelte Wert, also 400 Punkte, als Anfangsstop genommen. Wenn sich der Trade dann aber in die Gewinnzone bewegte, wurde der Stop-Loss in einen Trailing-Stop umgewandelt, welcher sich an den beschriebenen Donchian-Channel-Linien orientierte. Wie ist deine Meinung zu den Trading-Systemen der Turtle-Trader? Glaubst du, dass man auch in der heutigen Zeit damit noch erfolgreich am Markt agieren kann? Oder glaubst du, die Zeiten und auch die Märkte haben sich zu stark verändert, sodass solche Systeme nicht mehr funktionieren können? Schreibe deine Meinung doch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.